Wir freuen uns, dass ihr euch für unsere Schule interessiert und wünschen euch viel Vergnügen bei unserem Film. Ich heiße Flora. Und ich bin Leo. Wir sind zusammen in der 5. Klasse auf dem MSG und fühlen uns hier sehr wohl. Wir nehmen euch jetzt mit auf eine Entdeckungstour durch unsere Schule. Kommt mit! Auch Musik wird am MSG großgeschrieben. Du kannst in der 5. und 6. Klasse die Streicherklasse besuchen und erlernst dort ein neues Instrument. Oder du wählst die Gesangsklasse. Beides ist freiwillig und unabhängig davon, ob du Französisch oder Englisch als erste Fremdsprache wählst. Also, meine Damen, meine Herren, Seite 265, Arbeitsauftrag 3a. Und zwar... Die Arbeit mit dem Computer ist heute aus der Schule nicht mehr wegzudenken und nichts mehr Besonderes. Seit 2 Jahren erproben wir das iPad als Hilfsmittel im Unterricht. Jeder hat in der iPad-Klasse sein eigenes Gerät. Das motiviert zum Lernen. Nicht nur in Mathematik und den Naturwissenschaften, auch in allen anderen Fächern. Das Deckblatt weiß ich noch nicht ganz genau. Da würde ich euch. Die Schulgemeinschaft ist digital gut vernetzt. Unsere hervorragende Ausstattung und viele Schulungen im digitalen Bereich haben uns gut durch die Corona-Zeit gebracht. Wir haben alle viel dazugelernt. Ich sage euch jetzt mal, was MSG eigentlich bedeutet. Es bedeutet Max-Lefort-Gymnasium. Es kann aber auch noch etwas anderes bedeuten. Mega, schöner Garten. Musikalisch, Solo, Gitarre. Matschhüpfen, Seilsprung, Gerätetouren. Sport macht uns allen Spaß, ob Fußball, Volleyball oder Touren. Im Unterricht oder in den vielen AGs. Bei uns gibt es sogar eine Segelflug-AG und eine Reit-AG. Macaron, salut, genial. Ah, voilà, là. Salut, 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 ça va. Super, et vous? Super. Hello. Hi. Hello, how are you? Welcome to the Max-Lefort-Gymnasium. I'm Dunja. My name is Yannick. And I'm Paula. Let me show you our class 5B. We have fun in English. Monday, Tuesday, school for you. Work with a group and a partner too. Wednesday, Thursday, can you see? See you in the... Am MSG hast du die Wahl. Englisch oder Französisch als erste Fremdsprache. Beides ist möglich. Wer später das deutsche und das französische Abitur gleichzeitig machen möchte, der sollte mit Französisch anfangen. Aber auch in Englisch haben alle viel Spaß. Yum, Schokobrötchen, günstig. An unserem neuen Kiosk verkauft Frau Kern super leckere Sachen. Hallo liebe Grundschüler, ihr seid schon sehr herzlich von den Franzosen und Engländern begrüßt worden. Ich grüße euch jetzt auch als Schulleiter am Max-Lefort-Gymnasium. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich einen weißen Kittel anhabe. Ich bin kein Doktor, ich bin Chemielehrer und die Chemie spielt bei uns auch eine große Rolle, wie viele andere Sachen auch, die ihr in den kommenden Minuten sehen werdet. Viel Spaß dabei! Hallo, wir sind in einer Jugendforsch-AG und wir machen an einem Wettbewerb mit, da forschen wir über Kühlpads. Mit welcher Flüssigkeit sie am kältesten werden und aus was die Kügelchen innen drin bestehen. In der 6. Klasse haben wir einen 3-tägigen Austausch in Metz gemacht und haben dort zusammen mit unseren Austauschpartnern die französische Schule besucht. Später sind wir mit unseren Austauschpartnern nach Hause gegangen. Am nächsten Tag haben wir die Stadt Metz besichtigt. Ein halbes Jahr später sind die Austauschpartner zu uns gekommen und wir haben viele spannende Dinge unternommen. Bei beiden Austauschen haben wir auch ein kleines Heft als Erinnerung gebastelt. Uns allen hat der Austausch sehr gut gefallen und wir freuen uns auf weitere. Malen, Schule, Gemeinschaft. Als ich damals hier ins MSG gekommen bin, war ich in der Chorklasse und seitdem begleitet mich auch das Singen im Chor. Durch das Singen entsteht einfach eine tolle Gemeinschaft. Und mittlerweile singe ich im Oberstufenchor und da ist auch immer jedes Jahr das Highlight, die Chorfahrt, auf die sich dann auch alle immer freuen. Seit der 8. Klasse bin ich in der Big Band und singe jetzt auch im Oberstufenchor.
Dort haben wir schon viele Konzerte für verschiedene Feste gegeben. Einmal waren wir auch in Prag in Tschechien und haben dort eine große Konzertreise gemacht, bei der wir viel zusammen erlebt haben. Das erste Mal, dass ich mit der Kunst hier an dieser Schule in Kontakt getreten bin, war natürlich über den Namen Max Levogt. Aber wir tragen natürlich nicht nur den Namen eines berühmten Künstlers, sondern auch hier wird die Kunst sehr stark gefördert. So konnte ich zum Beispiel an einem Kunstwettbewerb mit der Hilfe und der Unterstützung unserer Schule teilnehmen und gewinnen. Mein Lieblingsfach ist schon immer Englisch. In der 8. Klasse konnte ich eine Woche nach England fahren und in der 10. Klasse bin ich ein Jahr nach Australien gefahren. Dabei wurde ich von der Schule und den Lehrern immer unterstützt. Das ist bis heute eine Erinnerung, an die ich gerne zurückdenke. Ich habe die Möglichkeit, am Max-Levogt-Gymnasium gleichzeitig das französische sowie deutsche Abitur zu machen. Damit werde ich später auch in beiden Ländern studieren können. Zusätzlich wurden uns über die Jahre unterschiedliche Austausche angeboten und auch mein Praktikum in der 11. Klasse habe ich in Frankreich absolviert. Das MSG bietet viel, vom vielfältigen Sportangebot zu Jugendforscht und naturwissenschaftlichen Leistungskursen, von den Musikensembles bis zum französischen Abitur, von der Kunst zum Computer. Für jeden ist etwas dabei. Wir freuen uns auf euch. Wir hoffen, der Film hat euch gefallen und bedanken uns fürs Zuschauen. Bis bald, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.